Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich meine kleine Gamera-Sammlung vorstellen. Bestehend aus der Gamera Legacy Box mit den 11 der 12 Gamera-Filmen, die bis jetzt erschienen sind. Gamera the Brave, das ist der 12. Film. Und der Gamera Trilogy Box von dem gleichen Label. Und zwar, das ist eine Mediabook Trilogy Box. So, dann fangen wir mal an mit der Gamera Collection. So, das ist die Gamera Legacy Collection Box 1965 bis 1999. Der letzte Film ist, genau, wie gesagt, alle bis auf den letzten. Der letzte ist entsprechend 2006 erschienen. Da stehen dann sämtliche Daten von der Gamera World Tour. Und genau, da steht da, genau. Und zusätzliche Tray für den 12. Gamera-Film, Gamera the Brave, den ich eben dann gleich danach vorstellen werde. So, und zwar der Film, die Box beinhaltet, wie gesagt, sämtliche bis jetzt erschienenen Filme. Zum einen, genau, also ja, fangen wir mal kurz an, und zwar Gamera, das ist der quasi 65 erschienene Rip-Off von Godzilla, der 65 in Schwarz-Weiß erschienen ist, weil die Produzenten befürchtet haben, dass der Film, diese Special-Effekte nicht so gut aussehen werden in Farbe. Genau, Gamera vs. Baragon, das ist noch einer der besseren Filme der Reihe, gegen Gaos, gegen Viras. Und je weiter fortgeschritten, desto weiter driften die Filme in Richtung, ja, so ganz primitive Kinderfilme ab. Genau. So. Ich werde die Namen noch mal zeigen, wenn ich das Booklet zeige. Genau. Also das ist im Endeffekt dann Gamera gegen Sigra und Gamera Kampf der Frankenstein-Monster. Und zwar Gamera gegen Sigra ist 1971 erschienen. Ist auch schon ziemlich günstig produziert und auch mit Stock-Footage aus alten Filmen. Und da er böse gefloppt ist und die Produktionsfirma kurz vor der Pleite stand, wurde erstmal kein weiterer Gamera-Film produziert. Erst im Jahr 1980 haben sie es wieder versucht. Und da die Firma da auch schon kurz vor der Pleite stand, haben sie mit Kampf gegen Frankenstein-Monster, also oder Gamera-Super-Monster, haben sie da etwas Ungewöhnliches erschaffen, nämlich im Film kommen sämtliche Kämpfe aus fast allen Filmen der Gamera-Reihe vor, indem sie einfach quasi kopiert wurden. Das heißt, es geht um ein paar Aliens und um ein Kind, die quasi nacheinander sich die verschiedenen Gamera-Kämpfe im Endeffekt anschauen. Ein unglaublich billig produzierter Film, aber ein ziemlicher Trash. Das ist so ein Film, der wirklich so schlecht, dass er wieder gut ist, durchgehen könnte. So, dann die legendäre Gamera-Trilogie aus dem Jahre 95, 96 und 99. Die werden nochmal ganz kurz dann auch nochmal in der Gamera-Trilogie-Box vorstellen. Genau. Die ganze Box besteht nur aus DVDs. So, und zum Schluss ist hier auch, wie gesagt, ein, wie schon erwähnt, hier ist nochmal, das ist keine Disc, sondern das ist bloß ein Platzhalter. Das ist nämlich eine leere Disc. So, jetzt hier nochmal kurz rausgenommen. Das ist genau Gamera 3, Revenge of Iris. Und das ist im Endeffekt, was ausschaut wie eine Disc, ist im Endeffekt komplett leer. Platzhalter, DVD erscheint Anfang 2016. Wirklich 10 Jahre nach dem Erscheinen erst. So, da ist noch so ein kleines Booklet dabei, wo, ja, Comic Soon, Gamera the Brave, wo auf die einzelnen Gamera-Filme, Gamera oder Gamera-Filme angegangen wird. Und zwar eingegangen wird, indem man einfach ein bisschen Artwork zeigt zu jedem Film. Das ist Gamera. Gamera vs. Baragon. So, und überall heißt es Frankensteins, genau, Frankensteins Drache aus dem Dschungel und Frankensteins Monster aus dem Eis. Und sämtliche Filme, die alten Reihe, also bis 1980, tragen irgendwelche Titel mit Frankenstein. Das war damals so üblich bei Gamera-Filmen, aber auch bei Godzilla-Filmen. Ja, weil man die offenbar überhaupt nicht ernst nahm. Und
Genau, und Frankenstein ist halt ein Monster, weil das hat überhaupt nichts mit Frankenstein zu tun. Von den ganzen alten Filmen sind nur, ich glaube, nur vier, also die ersten zwei und dann noch gegen Giga, der hier, der bei dem Export 1970 eine Rolle spielt. Die sind nur auf deutscher Schiene. Und dieser Verlag, das ist der, glaube ich, Kalt Verlag, der hat sie entsprechend alle Filme dann nochmal rausgebracht und neu synchronisiert. Und denen auch die Frankensteins Namen verpasst, damit es einheitlich ist. Ja, genau. So, also das ist jetzt der letzte der alten Reihe, 9 Jahre nach dem, also nach dem vorletzten. Gamera gegen Frankensteins Monster. Mit einem Raumschiff, der wirklich kopiert wurde aus Star Wars. Also, ja, wo dann irgendwelche Aliens angreifen, die an sich angreifen, indem sie einfach Monster gegen Gamera schicken. Und da sind einfach die ganzen Monster der alten Reihe. Und Footage, also die Bilder von Gamera selbst, die nur für den Film gedreht wurden, schauen aus, als ob man ein Spielzeug gegen die Kamera hält. Also, es ist an sich absolut lächerlich. So, genau, nach dem Erfolg der Heisei Godzilla-Reihe erschien 1995 Neuauflage von Gamera. Das war quasi ein in Anführungszeichen Remake von Gamera gegen Gauss. Und diese Reihe gilt als eine der besten Reihen von einer der besten Kaiju, also diesen Monsterreihen in der Geschichte. Genau, Gamera Revenge of Iris. So, jetzt kommen wir zu Gamera the Brave. Es gibt noch eine Neuauflage von dieser Collection. Die nennt sich Gamera World Tour. Ist auch etwas schwer zu finden. Und zwar vom Design her ist sie ein bisschen besser als diese hier. Und zwar, das ist ein Schuber mit drei MRAs, wo entsprechend die verschiedenen Stages von dem, also die verschiedenen Teilreihen in einzelnen MRAs, je vier Discs, untergebracht sind. Der Nachteil ist, die hat dann leider kein Booklet. So, jetzt habe ich hier Gamera the Brave. Und zwar, das ist eine ganz gewöhnliche MRA. Der Film wurde neu synchronisiert von dem Studio, allerdings nur auf DVD. Seltsamerweise. Während, wie gesagt, von anderen auch noch Blu-rays vorliegen, auf die ich gleich eingehen werde. So. So, und als Ausgleich dafür, dass es halt nur eine MRA ist, haben sie eine sehr ungewöhnliche Beigabe gemacht. Nämlich hier ist nochmal eine Münze, eine Jubiläumsmünze von Gamera. Moment, schauen wir nach, ob ich das jetzt scharf kriege. Genau, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist quasi genau, von 65 bis 2006 entsprechend. Wobei diese Münze ist von bis zwei, genau. Verdammt. Ja, nee, okay, genau. Das ist von 65 bis 2015 die Jubiläumsmünze von Gamera. Ja, als Ausgleich dafür, dass sie es eben nicht auf Blu-ray rausgebracht haben. So, jetzt nehme ich die Disc hier raus. In so einer sehr, ja, sehr ungewöhnlichen Auflage. Limitiert, glaube ich, auf 2000 Stück. Ich glaube jetzt um die, ja, was heißt glaube, sondern ich habe das jetzt für 15 Euro bekommen. Man kann also generell für ungefähr 20 Euro bekommen. Was für eine MRI schon ziemlich teuer ist. Genau. So, und da liegt so ein Booklet dabei. Also außer der Münze. Ja, seltsam, warum sie das nicht gleich als Mediabook rausgebracht haben. Nachdem die Heisei-Reihe von 95 bis 99 eher ernster wurde und auch kein Kindercharakter eingeführt wurde, wie in den alten Filmen, also kein Gamera-Freund aller Kinder, ging Gamera the Brave wieder zurück. Sie hat quasi die Formel der alten Filme übernommen, das heißt, es gibt wieder ein Kind als Hauptdarsteller, der eben, richtig schönes Booklet, wie bei einem Mediabook, der eben so eine kleine Schildkröte großzieht, die dann zu Gamera wird. Und er unterstützt entsprechend Gamera. Also wirklich genauso wie die alten Filme.
Allerdings gibt es noch einen, also im Gegenteil zu den alten Filmen, nimmt der Film seine Figuren ernst, zeigt auch wirklich Drama und hat auch keine Angst, brutale Szenen zu zeigen. Und die Kommunikation, also die Interaktion der Charaktere, des Kindes mit seinem Vater oder mit den anderen Kindern, ist sehr realistisch. Die ganzen Darsteller spielen unglaublich gut. So. Genau, jetzt noch das Letzte. Ja, die Effekte sind ziemlich gut. Leider ist seit 2006 noch kein neuer Film erschienen. 2015 wurde am Comic-Con ein Trailer, ein wirklich unglaublich guter Trailer vorgestellt. Es hat sich herausgestellt, es ist leider nur ein Konzept-Trailer. Und leider ist bis jetzt daraus noch nichts geworden. Genau, dieses Blatt, das ist nämlich der Hinweis, wie man auf Hidden Feature kommt. Nämlich, da ist noch so ein kleines Hidden Feature. Trailer zu einem der alten, ein deutscher Trailer zu einem der alten Gamera-Filme. Und zwar, man muss in Einstellungen bei Trailer-Auswahl nach rechts klicken. Dann kommt man, und zwar in der Hauptauswahl, dann kommt man zu dem Trailer. Also, bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video zeige ich euch entsprechend die Kamera-Trilogie-Box.